Guten Morgen allerseits. Bevor ich jetzt an die Arbeit fahre, sauge ich noch einmal kurz durch. Und die Babys haben sich überall verteilt. Drei sind im Schlafzimmer unterm Bett. Holly und Bruno sind im Wohnzimmer. Holly, dieses Gesicht. Oh, ihr seid so süß, hä? Ja. Och, der Kopf. Oh, und Bruno. So, ich habe jetzt nochmal Probelinsen abgeholt, die ich eigentlich schon mal hatte. Und ich habe ja auch auf dem linken Auge jetzt die Probelinse drin, aber auf dem rechten hatte ich ja immer die falsche Achse. Und jetzt wurde es nochmal in der Achse bestellt, die ich sonst normalerweise auch immer hatte. Und dann teste ich die Linsen nochmal, wie ich damit klarkomme und ob ich dann sehe. Und wenn nicht, dann nehme ich einfach wieder meine Biofinity, die ich die ganze Zeit hatte, mit denen ich eigentlich gut sehen kann. Aber ich dachte halt vom Material her, dass die anderen eventuell angenehmer wären. Deswegen wollte ich halt mal was Neues testen. Aber dass da jetzt so ein Drama draus wird und so eine Wirtschaft wegen den Linsen, das hätte ich mir nicht denken lassen. Und ich hoffe, das passt jetzt. Wenn nicht, dann, naja, dann nehme ich halt quasi die alten, die ich immer hatte, bestelle ich die wieder. Oh, ist das eine Hitze heute. Furchtbar, morgen soll es noch wärmer werden. Und ich bin natürlich angezogen wie im Herbst, weil ich nichts zum Anziehen habe. Weder für die warme Jahreszeit noch jetzt für den Frühling. Manchmal würde ich echt komplett meinen ganzen Kleiderschrank ausmisten und alles neu kaufen. Ja, das wäre toll. Puh. Heilige bin beim Hollerstauden. Babys dürfen hüpfen. Hüpfen für die Babys. Maybe you could be my salvation. Nehmen wir hier hinteren. Das ist irgendwie voll das Herbstoutfit. Ich werde jetzt nochmal Wäsche waschen. Dann werde ich den Rasenbereich sauber machen. Und danach werde ich noch den Foodhaul für Freitag schneiden für meinen Beauty-Kanal. Und ich glaube, ich muss das Ding ausziehen und ich muss nochmal was trinken. Das Ding ist, ich schaue ja schon immer, wir haben ja jetzt Mango. Oh, das Ding hat ein Blatt verloren. Ich gucke ja schon immer nach neuen Sachen, aber irgendwie finde ich nichts. So, ich denke, es ist Zeit, mein Bett der Jahreszeit anzupassen. Und zwar beziehe ich es jetzt frisch, weil heute Nacht mir war so heiß. Ich habe ja jetzt noch so eine Biberbettwäsche, also diese kuschelige, warme, und ich werde jetzt einfach die ganz normale Bettwäsche überziehen. Ich glaube, das ist besser bei den Temperaturen jetzt. Dieser Hase, dieses Gesicht. Leute. Folgenden Sendungen verschieben sich um Bruno. Der kleine Mann wollte jetzt partout nicht rein und hat mich so dermaßen aufgehalten, dass ich jetzt nur
noch eine kleine Runde spazieren gehen kann. Oh, manchmal. Ich weiß nicht was, aber da sieht er irgendwelche Gespenster und traut sich da nicht rein. Und dann ist er draußen und klopft und hüpft immer im Kreis und hin und her und vor und zurück. Und einmal dachte ich, er ist drin. Na, dann gucke ich drinnen, kein Bruno. Gehe ich wieder raus, ich sehe Bruno nicht. Weit und breit kein Bruno. Irgendwann sehe ich ihn dann. So, hier geht es jetzt besser mit dem Licht. Irgendwann sehe ich ihn dann. Er sitzt im Busch. Also, ganzes Spiel nochmal von vorne. Am Ende habe ich ihn gefangen und habe ihn reingesetzt. Aber wirklich, das kostet manchmal Nerven. Abendessen für die Babys. So, Babys sind am Abendessen. Für mich gibt es jetzt auch Abendessen. Ich habe heute noch mal eine Pizza von meiner Mama. Und während die im Ofen ist, gehe ich schon mal duschen. Wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.